Ich verstehe das wirklich nicht. Wie kann man nur so an das teure Geld denken? Leute, mir ist klar, dass es Alternativen gibt, keine Frage. Aber was man hier zum Ausdruck bringt, ist, wie schöpfe ich das schnelle Geld? Ich weiß nicht, ich kenne das von der Regierung, dass man hier verrückt spielt, aber jetzt müssen die Supermärkte da auch noch mitspielen. Ich bin ein bisschen fassungslos, dass man nur an das Geld denkt und nicht an die Menschen. Da nützt keine Alternative, da nützt nur noch, wie bleibe ich menschlich und fair. Sowas macht mich als Österreicher sehr traurig, dass man hier zwei Linzerstangen für 8,99 € verkauft. Ich weiß nicht, ist der Bäcker dort pleite, dass der für zwei Linzerstangen 9 € verlangt? Ich weiß nicht, wenn ich den Bäcker triff, der sowas backt, werde ich ihn fragen, ob er pleite ist, dass er zwei Stück Linzerstangen für 9 € verkauft. Das ist meines Wissens nach nicht in Ordnung und man sollte nicht an das schnelle Geld denken, sondern an die Menschlichkeit.